Oh, Elias hilft mir, sehr gut. Ja, Kopf weg. Oh ja, aua. Nice, sehr schön. Danke, Elias. Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Guten Tag. Na, wie geht's, wie steht's? Und willkommen zurück hier zu Callisto-Protokoll. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Entweder könnt ihr euch das hier oben hier anschauen nochmal, falls ihr jetzt gerade neu dabei seid. Da könnte das in der letzten Folge passiert ist. Auf jeden Fall sind wir, wir suchen ja mal unseren Kumpel. Wie hieß denn der nochmal? Oh Gott, wie hieß der denn nochmal? Wie heißt der? Nein, kleiner Spaß. Natürlich suchen wir immer noch Elias. Aber auf dem Weg zu Elias sind wir durch das ganze Gefängnis, also durch viele Teile des Gefängnisses gelaufen und haben Captain Ferris getroffen. Und er wurde ja von diesen Monstern angegriffen und ist runtergestürzt aus dem Wachturm, wo er sich oben befunden hat. Und dann war ich eigentlich quasi fertig. So, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und dann starten wir das Spiel. Hier hatten wir aufgehört an der Stelle und wir sind jetzt im Kapitel Nachwirkungen. Jo, wir gucken, was auf uns zukommt. Ich weiß es nicht. Noch ein paar Viecher, die echt unbesiegbar sind, die uns immer jedes Mal killen, wenn sie können. Ja, leider gab es dieses Gerät damals nicht von den Captain Ferris, wo er diese Viecher kontrollieren konnte oder so ein bisschen so stunnen konnte oder was auch immer das war. So ein bisschen aus Dead Space, dieses KI-Schießen, dieses, ne? Ihr wisst, was ich meine. Körperteile dann gegen der Schmalz. Und so, joa! So, joa! So, joa! Hier bleibt die Matte. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Was required, to make the hard choices. As your new warden, I will do what is necessary. Okay, das ist schön, dass du alles tun wirst, was nötig ist. Hier ist eine Toilette, oder was? Ne, ist kein Klo. Sieht aber so aus. Das ist schön, dass du das... ist der kaputt? Ja, der kommt nicht klar. Was haben wir hier? Ist das ein Hirn? Nein, ist kein Hirn, aber... Kommst du klar? Der braucht... Das ist ein Service, okay. Eine Service. Können wir hier irgendwo weiter? Ja. Oh, was für ein Scheiß, Alter. Was ist denn das für Mist? Ja, ich muss nicht... Nimm das, du Mistvieh, Alter. Und noch eine. Und noch eine. Und das ist für dich. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Mistvieh, hier, nimm das. Und das und das. Vielleicht können wir... Das sieht wirklich sehr lustig aus, oder? Mistkerl, hast du was gedroppt? Ja, hat er. Ein bisschen Leben. Voll? Nee, natürlich nicht. Wir müssen uns noch spritzen. Können wir spritzen? Ja, wir können uns spritzen. Auch wenn es auf die Schnelltaste ist, ist das nicht schnell genug. Er muss ja in die Hocke gehen. Also im Angriff können wir uns da nicht heilen. Blödes Mistvieh, da habe ich mich gerade erschrocken. Aber ich bin nicht gestorben dabei. Das ist doch schon mal sehr gut. Kriegen wir dich irgendwie wieder hin, Kollege? Kannst du uns irgendwann helfen? Aber er hat keine Arme. Keine Arme, keine Schokolade, wie man so schön sagt, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Hoch da. Das war jetzt gerade richtig gut, das Jumpy. Der hat mich richtig gekriegt. Okay, was haben wir hier Schickes? Uiuiui. Wäre ja cool, wenn der Roboter uns irgendwie folgen würde und sagen würde, hey, hi, ich helfe euch. Also, ihm hier. Nein, ich wollte noch gar nicht. Zurück. Er macht's von alleine, ich kann's nicht kontrollieren. Was für ein Schrott? Oh, Elias hilft mir, sehr gut. Ja, Kopf weg. Oh ja, aua. Nice, sehr schön. Danke, Elias. Da ist er. Ja, warte, lass uns mal Leben mitnehmen. Warte ganz kurz. Hier gibt es noch ein paar Sachen, die wir aufnehmen können, bevor wir hier weiterrennen. Ja, chill. Die kommen erstmal hier nicht rein. Die Tür ist zu. Da kann's. Ja, ich suche nur alles ab. Okay, das war's schon. Gab's nur Leben. Keine tolle Waffe oder so. Schade, Marmelade. Ohne Knarre? Oh.
Da ist diese Reforge, was er gesprochen hat. Diese Gerät macht dann ein New, ja? Oh, geil. Ein 3D-Drucker. Sehr schick. Okay, got it. If we're gonna get out of here, we need a ship. One that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit. Bad news is they're in the shoe. Maximum security. Be fucking tough getting in there. Caught bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? No, I wish we could. It's not gonna be that easy, bruv. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears, and I'll guide you along. Don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. I'll get that door for you. Das ist nett. Sehr gut. Super, Elias. Guck mal, jetzt war alles schön dunkel. Da kommt ja gleich wieder irgendwas angelatscht, was uns töten will. Ich habe keine Lust. Ich will gar nicht. Na los. Uff. Oh Mann. Na, sag ich doch. Und nicht zu wenig. Ach du Scheiße, was ist das für ein Vieh? Oh. Aber er ist weg. Der lässt die ganz schön schnell mutieren, wa? Na los. Hey. Und erledigt. Wo ist er? Hier ist er. Ja, ja. Einmal dürfte er uns hauen. Naht mal nach. Ja, sehr gut. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Dürfen wir nicht so rumballern hier. Wir sind Irrer, wie ich gerade merke. Die... Ah, siehst du, man kann die Dinger zertreten. Ich habe die letztens nicht zertreten. Verdammte Kacke. Ärgerlich. Zu Beginn des Spiels waren die Viecher, lagen diese Eier auch irgendwie rum. Aber anscheinend liegt dieses komische Vieh, diese Eier, was hier gerade diesen einen infiziert hat. Möglich ist alles auf jeden Fall. Und ich weiß aber echt nicht weiter, weil ich einfach Angst habe vor diesem Vieh. Ich möchte nicht hier gegen kämpfen, ehrlich gesagt. Schleich dich von hinten an. Ah. Nice. Ja, sehr geil. Credits her damit. Das war geil. Das war mal ein richtiger Sneak-Move hier, Alter. Richtig mies. Oh, hier brennt es. Hat sich ein kleines Feuer gemacht. Ist hier noch irgendwas? Hier irgendwas versteckt? So heimlich, Spiel? Hast du noch irgendwelche kleinen Verstecke, die du mir zeigen willst? Wo ich noch irgendwas Tolles abfarmen kann? Natürlich nicht. Aber gut, ich soll auf jeden Fall einen Herzinfarkt kriegen. Das ist so die Aufgabe dieses Spiels, kann das sein. Da brennt es an der Stelle. Den haben wir jetzt gerade von hinten schön platt gemacht. Mann, 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 Mann. Okay, was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Nur eine Treppe nach oben, na dann. Oh, ey. Also die Atmosphäre ist immer wieder... Oh, ja, 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 ja. Ui, der hat geschossen auf uns. Wow, Hilfe. Kommt der jetzt? Na komm her, Bastardo. Ja. Oh, was ist das für ein Vieh? Nein, ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich hab's doch geschafft. Und das war's. Ja. Nice shot. Uah. War's das? Das war's mit dem. Hier.
Das Vieh ist aber tough, Alter. Das Vieh ist ja richtig tough. You're goddamn right. Wir dürfen einmal krabbeln, das ist sehr gut. Tschüss. Ich hätte den jetzt nicht gesehen. Wo ist denn der? Ich hätte den nur gar... Da! Juhu! Hier steht ein Roboter. Oha! Ihr wimmelt ja nur von denen, Alter. Wo sind denn die? Vielleicht können wir die wieder von hinten abmuxen, den einen. Wo war denn der jetzt gerade? Da hinten läuft der, ne? Waren aber nicht gerade zwei hier? Da ist der zweite. Okay, wir müssen kurz ein bisschen warten. Das ist auch hier ein bisschen extra laut und ein bisschen stressig gemacht hier die Ecke gerade. Absicht so stressig gemacht, oder? Vielleicht können wir den einen abmurksen gleich. Ich sehe den anderen, ich sehe die halt ganz schwer. Kriegen wir dich jetzt hier? Der andere ist da hinten. Der springt sofort drüber, das ist doof. Wir müssen, glaube ich, auch gar nicht so aggressiv sein, oder? Also wir können auch, glaube ich, entspannt hier durchsneaken, aber mal gucken. Also entspannt ist gut. So. Verschlossen. It was at this moment that he knew he fucked up. Nein. Ich wollte durchsneaken, aber hab's verkackt. Sollen wir jetzt hier bleiben und einfach warten, bis der eine jetzt hier rumkommt wieder, dann können wir das theoretisch erledigen. Kommt er da schon, oder? Er kommt. Wie läuft denn der jetzt? Er müsste doch eigentlich jetzt rechts lang laufen, ne? Alter! Wie kann man... Ich verstehe... Erledigt. So, bitteschön. Ihr blöden Pisser. Kommt mir ja nicht zu nah, Alter. Ihr habt keine Chance gegen mich. Habt ihr verstanden? Hier. Platschi, platsch. Gib mir Credits. Mistviecher, wirklich. Ihr wollt mir doof kommen. Ich bin da viel zu krass für euch. So, wo ist der tote... Der tote Wächter. Ist der hier einer? Ich sehe hier keinen. Da liegt doch nichts weiter rum sonst, ne? Nein. So viel Action um nix, ja? Super. Hier leuchtet nichts auf. Und wir dürfen mal jetzt hier weitermachen. Sehr gut. Dann ist das bestimmt die Leiche, die hier liegt, oder? Ja, damit. Nichts geben. Okay. Elias sagt jetzt gleich. Wo lag hier nicht einer? Hier ist er.
Wait, what? You don't have a choice. It's the only way through that door. Ei, Nacken aufschnitzen. Ja, du sagst es. Sergeant Eric Jane. Danke, Eric Jane. Das war sehr nett von Ihnen, dass Sie mir Ihren Hals gegeben haben. So, aber hier in dem Raum, Büro A232, ist doch, da ist doch was. Da! Dann nimm's doch. Können wir es jetzt nehmen? Jetzt können wir die Sachen nehmen. Juhu! Nachladen, ja. Wieder voll. Sehr gut. Noch irgendwas? Habe ich irgendwas gesehen? Siehst du? Was sind noch irgendwas? Oh, guck mal da. Mach kaputt. Kaputt machen. Alles kaputt. Also habe ich doch vorhin auch was gesehen, in seinen, wo ich meinte, da ist eine Kiste. War das auch etwas? Das kann gut sein, dass das was war. Also jetzt wissen wir in Zukunft, wie das hier alles aufgebaut ist. Also habe ich bestimmt schon sehr viele Items, ja, übersehen. Was kannst du eigentlich? Wird ja immer heftiger hier, ey. Warum eigentlich? Nein. Man hört doch wieder irgendwas. Jemand in die Hocke. Wo? Wo? Ich sehe niemanden. Die sehen mich, aber ich sehe die nicht. Wir müssen ja nicht sneaken. Wir können ja weiter offensiv raufprügeln, wenn wir wollen. Aber das ist mir auch egal. Ja, nicht wirklich. Ich höre es nur, aber ich sehe es nicht. Boah, hier ist das Vieh die ganze Zeit. Hier passiert, Alter. Hier ist die ganze. Hier ist alles. Hier ist quasi die, das, der Wäscheraum. Kann das sein? Jetzt ist mir das eingefallen. Ah! Oh, hier wird die Matte! Jetzt ist mir das eingefallen. Ah! Alter! Du Mitzvieh! Alter, wie schnell du. Na? Das, er schießt nicht! Boah! Was für ein Mistvieh, Alter! Können wir uns heilen? So, was wartet uns hier an der Seite? Hier waren wir noch nicht aufgestochen. Hier ist ein Türchen offen. Können wir nichts machen mit. Ist hier noch irgendwas versteckt? Wird mal ein bisschen belohnt, dass man hier so was, dass er sich hier ein bisschen mehr traut, als nur diese ganzen Wege zu gehen. Natürlich wird man hier nicht belohnt. Warum auch? Nix, nächstes hier. Oh Gott, wo bin ich jetzt her? Raus, raus, raus. Da geht's raus. Ja. Uiuiui. Ui. Oh. Oh, oh. Da rennen ein paar Gefangene weg. Oh Gott, ich hoffe, wir werden auch jetzt nicht gesehen von irgendwas. Oh, leck mich. Ich sehe absolut nichts. Ich sehe nur so ein bisschen so ein Glänzen.
Problem ist, unsere Schritte hören sich so an, als würde immer irgendwas kommen. Oder ich bin einfach nur paranoid, das kann auch sein. Alles ist möglich. Also einen Scheiß. Du Mistvieh, Alter. Na los, komm. Ja, natürlich, du kannst mich natürlich gleich. Hier, und das ist. Na los? Nee. Der haut viel schneller zu als die anderen. Und nochmal. Na los. Na. Wag dir nicht so viel, Alter. Ja! Da, du Pisser, Alter. Ja, Revolvermunition, aber. Können wir uns heilen? Ja, wir können uns heilen. Sehr gut. Ah. Schreck mich doch nicht so. Alter, was für eine sneaky Attacke hier von dem. Richtig eklig. Nix. Oh, wenigstens ein bisschen Licht, ey. Und nur ein bisschen. Okay. Bereiche den Hinterausgang. Uiuiui. Das schaffen wir das? Kommt da hier sicherlich ein Boss oder so. Bossfight, irgendwas. Irgendwas wartet doch ganz doll auf uns. Wieder springen wir so viel raus und rast dich aus. Hey, sehr gut. Oh. Hätte ja klappen können. Ja, diesmal hast du mich nicht gekriegt, Spiel. Jetzt schon. Oh, gut, dass er sich alleine dann reingezwängt hat. Ich wollte gar nicht da lang, aber gut, das hat er gefunden. Oh, sehen Sie. Eine Spezialarm oder was? Nee, doch nicht. Doch. Nimmt er die Hand raus? Was können wir jetzt? Oh. Oh, geil. Natürlich probieren wir es aus. Was haben wir hier? Ah, wieder mitnehmen. Okay. Nutze. Was stand da? Nee. Das ist Schuss. Was stand da? Wie kann man die Handschuhe nehmen? Habe ich jetzt nicht gelesen, leider. War mir zu schnell. Ich konnte es gerade nicht lesen. Irgendwas kommt doch jetzt hier gleich runter, oder? Er nimmt hier nur die Waffe in die Hand, aber irgendwas war doch gerade. Oh. Okay, die machen hier anscheinend Versuche, oder was? Und tschüss. Eieiei. So, wie geht das denn mit der scheiß Hand? Muss ich die wechseln? Nee. Naja, hier wird da bestimmt gleich irgendwas passieren, oder? Wir dürfen doch extra jetzt das Ding benutzen. Quietschi, quietschi. Was? LT und A? Ich drück doch LT. Ah! Ja. Na los! Okay. Wir überspringen das mal. Das habe ich mir jetzt ganz doof angestellt. Also LT und A. Gott, das ist so ein bisschen komplizierte Steuerung hier alles. Und so, mit dem Grip ist irgendwie. Man kann den halt schmeißen und dann war's das oder was? Ja, hallo. Nein. Ja.
Ja, geblockt. Ja, los, Dicker, komm her. Ey, du hast den Kopf her. Alter. Mistviecher. Der hat keinen Kopf mehr gehabt. Und wir haben keine Munition mehr, na super. Ja, Gepär, was hast du da? Diese Stelle war jetzt echt ätzend. Okay, man kann die Scheibe nur kaputt machen, das war's auch, sehr schön. Können wir die Batterie einsetzen? Ja, klasse, die Viecher konnten rein und wir nicht, oder was? Auch nett. Ja, da kamen schon zwei raus, ein dritter wäre jetzt echt zu viel. Ich könnte es mir auch gar nicht leisten, theoretisch. Ah, hier. Ist da irgendwas? Nee, leider nicht. Hm. Schon echt nicht cool so. Aufgeschlossen, aufgeschlossen, mal kurz da lang. Man hört ja auf jeden Fall nichts. Mhm. Akku, was? GPR-Batterien. Der GPR lädt sich langsam wieder auf und kann. Ah, okay. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Boah, das ist alles so scheiße dunkel. Ja, schön, dass ihr das wieder so schön schreit, dass es wieder alles cool ist. Und Wartung, C100. Nein. Nein, ich will da nicht rein. Aber wir müssen da rein. Wir haben keine andere Wahl. Das ist doch... Oh. Oi, oi. Jacob, you made it. I'm gonna open up the maintenance elevator. I'll get you up here, yeah? Oh, danke schön. Suche einen Aufzug. Hier ist ja bestimmt gleich irgendein scheiß Bosskampf oder sowas, oder? Na, nicht wirklich. Aber das Ganze ist nicht sehr einladend. Und es lädt. Oh Gott. Was haben wir hier? Eine Dose Cola, sehr gut. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Kommt doch gleich irgendwas Großes, Ekelhaftes, das uns töten will. Bitte nicht. Ich bin viel zu jung, um zu sterben, aber ich bin schon ziemlich oft gestorben in dem Spiel. Also macht das überhaupt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Aber gut, dann laufen wir mal jetzt hier runter nochmal und gucken, ob wir irgendwas hier aktivieren können. Ne, ihr könnt doch irgendwo reinquetschen. Ja, sehr schön. Okay. Brakes don't look too good. Elias! Try it. One of the motors shorted out when I transferred power. Stop the cab! Stop it! Elias! The system's not responding. You've got to do it manually. What? How? Just jam something into the brake. Okay. Hurry! Na los, bremst. Ja, so kann man den Fahrsteuer bezeichnen, ne? Aua. Jacob, you still with me? Ja, ja, ich bin noch da. Barely. I need to figure out why this system's acting up. We set the power down there and get to the other elevator. You're nearly here. Another elevator. Can't wait. Oh. Nummer 3.
Na los. Oh Gott. Was ist das? Was ist das denn hier, Alter? Halt dich mal hoch, was war das? Igitt. Ah, man kann hier hochhüpfen. Das ist auch sehr schön. Ein bisschen Feuer. Boah. Mann, Alter. Na los. Kann uns aber irgendwie noch das Leben kosten. So ein Ihr. Das ist wie so ein Dudelsack oder was ist das, Alter? Ii. Ja, irgendwas ist, das können wir uns heilen, sonst wäre gleich wieder tot. Okay. Uah. Oh, was? Du Mistheck. Erledigt? Ja! Ja, damit. Ach guck mal, das ist ein Propeller. Ein Ventilator wird schon sagen. Oh, schon wieder! Komm! Boah. Das war jetzt aber wirklich knapp. Munition. Okay, der nächste Angriff, wir sind hundertprozentig tot, weil wir kein Leben mehr haben. Also wenn uns so wieder mal sneakt, dann ist vorbei. Weil mehr abwehren kann ich nicht mehr. Dafür reicht das Leben nicht mehr aus. Ich bin noch rausgewichen. Ich bin noch rausgewichen. Ah, da reißt unser Gesicht wieder auseinander. Finde ich gar nicht lecker. Mann. Die sind so mobil unterwegs, oh Gott. Wie sieht's da aus? Die bewegen sich alle. Meinst du, den Großen können wir da echt so einfach wegklatschen? Da sind zwei. Nope. Oh, es geht gar nicht. Den Großen kann man nicht. Alter. Der blockt schön, ne? Na los. Der blockt echt viele Schläge ab. Oh, wie gemein, Alter. Oh. Hallo. Ja, wieder geblockt. Ja. Okay. Ja. 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 Nee. Na los. Na los. Ja. Nee. Ja. Yeah. Wo ist der da hinten? Na komm. So ein großer, ne? Ach.
So eine Metalldinger, da kann man die einfach aufspießen. Ja, danke schön. Gut, dass du das weißt. Lösch dich. Verschlossen. Super. Na los. Uiuiui. Juhu, Fahrstuhl. Wir schaffen's. Wir kommen zu Elias. Das war eine Scheiße gerade, sage ich euch. Probably not. Elias, can you hear me? Oh, ich würde nicht so schreien an deiner Stelle. Klär das leise, ob der noch da ist oder nicht. Sorry for not responding. Things found a way inside here. Oh, wir haben es geschafft. Can we still get to the shoe? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry. I can get you over there. I'm activating the gondola right now. It'll carry you across. Jo, nutze die Gondel, um die Schuhe zu erreichen, okay? Oder die SHU. Ha. Haben wir das gespeichert eigentlich? Können wir hier speichern? Ja, hier an der Stelle. Sehr gut. Oder hier oben. So. Okay. Zum Schuh oder das Ding heißt, würde ich sagen, erreichen wir in der nächsten Folge. Ansonsten, ne, lasse ich schon wieder die ganzen Sachen runter. Also einmal ein Abo da lassen, ne? Abo nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Das Video liken, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat. Und kommentiert mal fleißig. Wie gesagt, wie aktiviere ich beim Kampf diese scheiß Waffe? Das funktioniert irgendwie gar nicht. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Beauty, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann. Dein Damir, Gabriel Quart. Adio und ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, dein Damir, aka Bärenquarte. Adio, ciao, ciao.